Mit nur 5 Tagen Vorlauf hat der Hamburger Nasrat Haqparast einen neuen Gegner für die UFC Fight Night am Wochenende akzeptiert und bekommt es dort mit dem ungeschlagenen Top-Talent Rafael Garcia Jr. aus Mexiko zu tun. Was der kann und was Haqparast tun muss, um zu gewinnen, erfahrt ihr jetzt in unserer Fight-Analyse. Das Jahr 2021 begann für Deutschlands bestes Leichtgewicht Nasrat Haqparast holprig. Nachdem er einen Kampf gegen Arman Tsarukyan im Vorprogramm von Conor McGregor im Februar wegen einer bakteriellen Infektion absagen musste, konnte nun Gegner Don March wegen Visaproblemen nicht einreisen. Damit drohte für Haqparast der zweite Kampf innerhalb weniger Wochen zu platzen. 7 Tage hatte die UFC Zeit, passenden Ersatz zu finden. Keine leichte Aufgabe, denn Haqparast kratzt schon länger an den Top 15 des Leichtgewichts. Der ungeschlagene Mexikaner Rafael Garcia wartet jedoch schon länger auf seine Chance, endlich in der UFC durchzustarten und hat die Gelegenheit ohne zu zögern beim Schopf gepackt. Der 26-Jährige ist eines der vielversprechendsten Talente Mexikos und schaffte 2016 bei Tryouts in Los Angeles als einziger von 300 Kämpfern den Sprung in die renommierte mexikanische MMA-Organisation Combate Americas. Dort gewann er wenig später sein Debüt nach 64 Sekunden durch Heelhook. 6 weitere Siege später krönte er sich zum ersten Leichtgewichtschampion der Organisation und verteidigte den Gürtel im Februar letzten Jahres gegen UFC-Veteran Humberto Bandenay, bevor er ihn ablegte, um sich dem nächsten Kapitel seiner Karriere zu widmen. Ein Wechsel in die UFC stand also offenbar schon damals fest. Nun hat das Warten für Garcia ein Ende. Gegen Bandenay hat er gezeigt, dass er auch Kämpfer von UFC-Format klar besiegen kann. Allerdings ist Top-Leichtgewicht Haqparast für den Mexikaner nochmal ein großer Sprung nach oben. Garcias größte Stärke sind seine blitzschnellen Submissions. 7 von 12 Siegen hat er durch Aufgabe geholt, vor allem Armbars und Rear Naked Chokes sind seine Spezialität. Diese Submission-Skills kombiniert er mit perfekt getimten Takedowns, die er fast immer nach demselben Prinzip durchbringt. Garcia bereitet Takedowns selten aktiv mit Schlägen vor, sondern provoziert Schlagkombinationen des Gegners, unter denen er dann blitzschnell abtaucht. Dabei kommt ihm seine geringe Größe zugute. Mit 1,70 Meter ist Garcia nämlich ziemlich klein für ein Leichtgewicht. Die meisten Federgewichte in der UFC sind größer. Haqparast überragt ihn um ganze 8 cm. Vor den Takedowns des Mexikaners wird er auf der Hut sein oder zumindest zeigen müssen, was er in den letzten Jahren in Sachen Takedown-Defense im TriStar-Gym gelernt hat. Gut für Haqparast, so gut Garcias Takedowns auch sind, seine Top-Control ist schwach. Wenn Haqparast schnell scrambled, sollte es ihm gelingen, zügig wieder aufzustehen. Dass Garcias Gegner in der Unterlage Raum zum Arbeiten und Aufstehen haben, liegt aber auch daran, dass er nicht eng bleibt und festhält, sondern ständig versucht, sich zu einer Submission vorzuarbeiten. Er verfügt über flinke Transitions und sobald er eine Gliedmasse des Gegners zu greifen bekommen hat, ist Feierabend. Jeder Kampf beginnt allerdings im Stand und wie wir alle wissen, ist Kickboxen die Paradedisziplin von Haqparast. Auch Garcia ist ein solider Striker, mit jeder Menge Power, dürfte dem Hamburger allerdings in Sachen Variabilität und vor allem Speed unterlegen sein. Er arbeitet viel mit Jabs und Führhandhaken und verlässt sich überwiegend auf seine deftige rechte Overhand, die er immer wieder einstreut. Dadurch wird er jedoch ausrechenbar und reiht er doch mal längere Kombinationen aneinander, ist er dabei offen für Konter. Dennoch ist Garcia im Stand alles andere als bequem zu kämpfen, wie der UFC-erfahrene Bandenay zuletzt schmerzlich feststellen musste. Er macht konstant Druck, versucht ständig Gegner zu stellen, lässt ihnen keine Ruhe und hat neben seiner harten Rechten auch beinharte Low-Kicks. Außerdem ist er kreativ. Im Clinch malträtiert er Gegner auch gern mal mit Soccer-Kicks zu den Waden oder Fersentritten gegens Schienbein und packt, wenn er sich sicher fühlt, im Stand Spinning Backfists und andere Kabinettstückchen aus. Die Marschroute für beide Kämpfer ist klar. Aus der Distanz wird Garcia gegen den größeren, schnelleren und technisch versierteren Striker Haqparast keine Chance haben. Er muss daher tun, was er am besten kann, Haqparast mit vereinzelten Aktionen aus der Reserve locken und zum Level Change abtauchen, sobald der nach vorn kommt. Am Boden gilt es, Haqparast zu kontrollieren und schnellstmöglich die Submission zu suchen. Für Haqparast ist vor allem Distanzmanagement wichtig. Er muss geduldig bleiben und mit seinen 10 cm Reichweitenvorteil Garcia aus der Ferne heraus auspunkten. Denn kommt er ihm zu nahe, wird der Mexikaner auf jeden Fall shooten. Wird er doch runtergebracht, muss Haqparast den Kopf nicht verlieren. Wenn er schnell scrambled, sollte er auch wieder auf die Beine kommen. Garcia ist es gewohnt, Gegner im Stand in den Rückwärtsgang zu zwingen. Es wird interessant zu sehen sein, wie er reagiert, wenn ein Top-Striker wie Haqparast kontrolliert, Druck ausübt und ihn am Käfig stellt. Vermutlich mit überstürzten Takedowns, die Haqparast nutzen kann, um selbst in die Top-Control zu kommen.
In der Unterlage hat man Garcia bislang kaum gesehen und das Ground and Pound von Hak Parast ist stark. Auf dem Papier ist Hak Parast also der Favorit, aber wir haben Garcia seit über einem Jahr nicht gesehen und bisher hat er sich von Kampf zu Kampf jedes Mal extrem verbessert. Es wird also spannend zu sehen sein, wie Garcia sein UFC-Debüt meistert und ob Hak Parast einen weiteren Schritt in Richtung Top 15 machen kann. Den Kampf zwischen Nasrat Hak Parast und Rafael Garcia seht ihr in der Nacht auf den 14. März live im UFC Fight Pass. Das Hauptprogramm der UFC Fight Night Edwards vs. Muhammad gibt es ab 2 Uhr live auf The Zone. Einen Link zum kostenlosen Probemonat findet ihr unter diesem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ansonsten gern kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.